Hello, Ladies and Gentlemen. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Es ist Zeit für meine November-Favoriten. Oh krass, wir haben schon wieder Dezember. Das Jahr ist total vorbeigeflogen. Wir haben schon fast Weihnachten. OMG! Okay, continuous. Aber es ist doch wirklich so, oder? Das Jahr ist wirklich vorbeigerast. Das gibt's überhaupt gar nicht. So, es kommt mir jetzt noch vor, als hätten wir gestern Neujahr gehabt. Und es ist total verrückt. Wie auch immer, wir kommen zu meinen November-Favoriten. Und wir fangen an mit Unterhaltung. Und ich beginne mit einem Film, der mich einfach umgehauen hat. Also richtig umgehauen. Es kommt selten vor, dass ich im Kino sitze und so die Leinwand anstarre. Es war unfassbar. Ich rede vom Film Interstellar. Der Film gehört definitiv auf Platz 2 von meinen Lieblingsfilmen, auf jeden Fall in diesem Jahr. Aber auch generell, der Film war grandios. Es geht um einen Farmer, der eigentlich gar kein Farmer sein will, der eigentlich Astronaut ist. Und auf der Erde ist langsam so eine Endzeitstimmung. Die Lebensmittel werden immer knapper, es gibt nur noch Mais und es wird auch nur noch Mais angebaut. Und dann wird angestrebt, im großen Universum einen Planeten zu finden, auf dem Leben möglich ist und auf dem es auch möglich ist, Lebensmittel anzupflanzen und so weiter und so fort. Und da wird diese Mission, diese große Interstellar-Mission begonnen und es geht um Zeit und Raum und oh Gott, man hat wirklich in diesem Film des öfteren Brainfuck-Momente. Hat mich so ein bisschen an Inception erinnert, aber es ist einfach zu grandios. Und der Soundtrack dieses Films, die Untermalung mit diesem Soundtrack, die ist einfach nur on point. Hans Zimmer hat den Soundtrack geschrieben und ich habe gelesen, dass er gar nicht wusste, als er den Soundtrack schrieb, worum es in dem Film geht. Er hat von dem Regisseur einfach nur einen Zettel bekommen, wo ganz grob zusammengefasst drauf stand, um welche Gefühle es sich in dem Film dreht. Einfach grob umrissen, um was es in dem Film geht. Und er hat diesen Soundtrack, er ist unfassbar. Der ging mir wirklich durch und durch. Ich habe eine Gänsehaut bekommen. Unfassbar. Der Film, der geht, glaube ich, fast 3 Stunden, aber es kam mir absolut nicht vor wie 3 Stunden. Ich habe, als dann plötzlich Pause war, weil der Film ja Überlänge hat, habe ich gedacht, what? Jetzt sind schon 1,5 Stunden vergangen? Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Der Film hätte von mir aus noch 1-2 Stunden länger dauern können. Also unfassbar gut. Und die Schauspielleistungen von Matthew McConaughey und Anne Hathaway, brillant. Ich kann euch den Film wirklich nur ans Herz legen. Schaut euch den an. Mich hat er wirklich beeindruckt und ich werde ihn definitiv nicht das letzte Mal gesehen haben. Als nächstes eine Serie, die ich sehr, sehr gerne mittlerweile schaue. Und zwar New Girl. Hey girl, what you doing? Die Serie ist so lustig. Zooey Deschanel in der Rolle, ich glaube, die wurde auf den Leib geschneidert. Dieses Tollpatschige, dieses Quirlige und Verrückte. Oh, ich liebe die. Die ist einfach so unfassbar lustig. Eine Folge dauert, glaube ich, immer so 25 Minuten oder so. Es geht halt um ein Mädchen, um das New Girl, das in eine reine Männer-WG einzieht. Bestehend aus 3 Männern, die auch so ein bisschen crazy sind auf ihre eigene Art. Und es ist einfach so witzig gemacht und die Alltagssituationen, die daraus entstehen. Und schaut es euch mal an. Ich kann es euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich lache mich in jeder Folge quasi halb tot und einfach nur crazy. Genau das Richtige für mich. Kommen wir zu einem Favoriten, was ich letzten Monat in Ellas Favoriten gesehen habe. Und just nachdem sie es erwähnt hat und darüber geschwärmt hat, war ich auf Amazon und habe es mir bestellt. Und ich bin einfach unfassbar zufrieden. Es geht um die iDivine Sleek Palette in Storm. Und oh my gosh, it's so gorgeous. Diese Palette besteht aus 12 wunderschönen Lidschatten. Und ich hatte erst gedacht, oh mein Gott, weil sie gesagt hat, ja, sie ist so lange um die Palette rumgeschlichen. Und da dachte ich erst, sie würde weiß Gott wie viel kosten. Diese Palette mit 12 Lidschatten hat 9,99 € gekostet. Und der Teil, der mich am meisten beeindruckt, diese Lidschatten sind teilweise besser als das, was MAC im Angebot hat. Und die MAC-Lidschatten kosten, glaube ich, pro Stück um die, keine Ahnung, 16, 18 Euro. Also schweineteuer. Und ich habe ein paar MAC-Lidschatten und lass dich gesagt sein, die sind zum Teil wirklich scheiße. Ich kann höchstens 2 Lidschatten von MAC empfehlen. Das sind Set and Taupe und Club. Die sind wirklich gut.
aber es sind auch die einzigen, die ich wirklich gut finde. Aber die hier sind von der Qualität so toll. Vom Auftrag her, von der Haltbarkeit her, von der Pigmentierung, von der Farbabgabe, einfach alles. Es sind drei matte Töne drin, die mich sehr an Töne aus der Naked Basic Palette von Urban Decay erinnern. Aber es sind super Basistöne und der Rest sind einfach wunderschön schimmernde, nicht grober Glitzer, aber schimmernde Lidschatten. Man hat echt so eine tolle Auswahl an Farben. Da ist so ein Bronzeton drin, so ein bisschen Auberginenton, dann so ein Rose Gold und Gold und dann so eine schöne Highlight-Farbe. Grün, Blau, man hat echt so eine tolle Range an Farben, das ist unfassbar. Und das für 9,99 €. Rechnet das mal zusammen. 12 Lidschatten vom MAC, 12 Lidschatten für 9,99 €. Das ist echt unfassbar. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach nur top. Das ist jetzt, da gebe ich sogar beide Daumen für hoch. Also, da gibt es auch ganz viele andere Paletten von. Da gibt es auch, glaube ich, so eine Natural-Palette von und noch viele andere. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall zuzugreifen. Nächstes Kosmetikteil ist eine Mascara und zwar von Catrice, die Glamour Doll Volume Mascara. Volumen macht sie nicht wirklich viel, aber sie trennt die Wimpern unglaublich gut und sie gibt sehr, sehr schön Länge. Und das macht sie wirklich wunderbar. Das hatte ich noch bei keiner Mascara. Das Einzige, was mich bei der stört, ist, die hat solche Plastik-Nüppchen. Ich nenne es jetzt mal Nüppchen. Wenn man dann so nah am Wimpernkranz ist und sich die Wimpern tuscht, dann pieksen die am Anfang so ein bisschen. Die sind so ein kleines bisschen scharf. Aber das ist wirklich das einzige Manko und mit der Zeit lernt man auch damit umzugehen. Finde ich wirklich ganz toll, ist sehr, sehr günstig, kostet glaube ich knapp 4 Euro, 3,95 Euro oder so. Da gibt es auch eine wasserfeste Version von und noch so eine lilane, die irgendwie Black Curl heißt oder so. Finde ich ganz toll, werde ich mir auch definitiv nachkaufen, wenn die leer geht. Ein Parfum. Parfum, ich bin heute wieder sehr französisch. Hypnosenses von Lancôme. Was soll ich sagen? Es ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte of all time. Es ist der perfekte Herbstduft. Frisch. Ich kann's gar nicht, ich kann den Duft einfach nicht beschreiben. Der ist, da müsst ihr einfach selber mal dran schnuppern, wenn ihr dann irgendwie. Ich habe den aus dem Müller, beim Douglas gibt es den nicht mehr. Oh, der ist einfach so toll für den Herbst. Den benutze ich quasi jeden Tag und ich kann einfach nicht mehr ohne. 30 Milliliter kosten knapp 40 Euro und ja, ich habe den jetzt seit 1,5 Monaten oder so. Ist eigentlich noch nicht so viel raus, also ich denke, ich werde noch lange damit hinkommen. Ja, ganz, ganz große Liebe. Ein Tool. Jetzt werden sich alle fragen, what the fuck is this? Das hier benutze ich, um meine Haare durchzukämmen, wenn ich meine Haare gewaschen habe. Ich bin zu geizig für den Tangle Teaser, ganz ehrlich. Ich glaube, der Tangle Teaser kostet 15 Euro oder so. Und das Teil funktioniert genauso. Also, wenn ihr einen guten Conditioner benutzt und ich habe sehr lange Haare und ich brauche einen guten Conditioner, um da keine Knötchen drin zu haben. Aber nach dem Haarewaschen die Haare zu entwirren, ist bei solch einer Haarlänge schon eine Nummer. Und mit denen, das gleitet durch eure Haare wie Butter, ganz ehrlich. Und das hier kostet 79 Cent bei Rossmann. Es gibt es auch noch in ganz anderen Farben. In Pink gibt es das, glaube ich, noch und keine Ahnung. Aber das finde ich echt ganz, ganz toll. Kommt damit echt super durch und ja, 15,79 € ist ein Unterschied und ich komme damit super zurecht. Ich brauche den Tangle Teaser nicht. Ich habe hier mein kleines Noppi. Ich nenne es Noppi. Noppi. Das habe ich vorhin überlegt. Ich habe ja eigentlich in meinen bisherigen Favoritenvideos immer einen Essensfavorit gehabt. Aber irgendwie ist mir ja nichts eingefallen. Außer Möhrchen! Ich habe in der Tat viele Möhrchen gekriegt. Das sieht aus wie so eine Nase von so einem Bösewicht. Arr. Möhrchen sind gesund, kann man im Salat essen oder in Stifte schneiden und mit einem Dip essen. Ist lecker und... No. Alright, I think we are done. Das war's mit meinen Favoriten für November. Mein Gott, jetzt kommt die Weihnachtszeit. Jetzt geht's ans Keksebacken und Dekorieren und hast du nicht gesehen? Freut ihr euch auf die Weihnachtszeit oder seid ihr so ein Weihnachtsmuffel? Ihr könnt mir auch gerne eure November-Favoriten in den Kommentaren verraten. Ich bin immer sehr neugierig. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen sehr, sehr schönen Tag und einen sehr, sehr schönen Tag. Gott. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr, sehr schönen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.
See you later, alligator.